Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine Runde Haul, ein gemischter Haul, eine neue Wahnsinnsfahrt. Man erkennt schon an meinem Make-up, heute wird's extrem. Genau, und wir starten mit einer extrem coolen Bestellung. Und zwar habe ich erstmal alles runtergeschmissen und noch was runtergeschmissen. Ich habe hier dieses formschöne Päckchen, Tütchen erhalten von Shein. Ich mag ganz gerne die Sachen von Shein und ja, habe mir noch ein bisschen was bestellt. Fangen wir an mit diesem Teil hier. Das ist ein kleines Regal, glaube ich, oder zum Hinstellen so, irgendwie sowas, um da was draufzustellen. Ich packe das mal aus. Knister, knister. Irgendwie so ein Deko-Zeug. Oh, hier ist noch ein Teil. Deko, Deko, Deko. So, und jetzt schiebt man das hier rein. Irgendwie. Genau, und dann ist. Ah, ich hab's verstanden. Erst das hier rein. So. Und dann das hier drauf. Ist es egal, wie rum? Ja. So. Und dann kann man das nämlich hier hinten an die Wand hängen, an dieser Befestigung. So. Und dann kann man hier Ketten reinhängen und da was draufstellen. Braucht kein Mensch. Aber ich hab's. Und ich lieb's. Freue ich mich. Dann, das ist ein Kissenbezug, meiner Meinung nach. Ich habe ja so Paillettenkissen und ich habe sie irgendwie satt, die Paillettenkissen. Und deswegen habe ich mir Bezüge gekauft. Diesen hier. Die sind alle nicht teuer. Die sind halt aus so Polyester. So eine glatte Qualität. Und das fand ich irgendwie ganz süß, das Motiv. Das werde ich gleich mal beziehen. Das ist, glaube ich, Romwe. Oh, wenn ich mir nur merken könnte, was ich bestellt habe. Ich glaube, das ist auch ein Kissenbezug. Ja, genau. Was habe ich denn da? Oh ja, der ist auch schön. Ihr seht, ich mag es morbide. Diesen Kissenbezug habe ich mir noch bestellt mit dem tanzenden Skelett. Mit den kleinen Schmetterlingen. Fand ich auch sehr schön. Mal was anderes. Dann haben wir hier was Flaches. Ja. Was habe ich denn da? Ah. Oh, ja. Yeah. Nicht schlecht. Eine kleine Deko-Fledermaus. Die kann man so ans Fenster hängen. Und dann scheint da die Sonne durch. Und dann sieht man das Blümchenmuster so. Ist ein bisschen billo gemacht, aber ich fand es irgendwie schön und ja, Deko. Dann, was darf nicht fehlen? Care Bears Collection, natürlich. Habe ich mir was für meine Haare bestellt. Es geht ja nicht anders. Die Shein mit den Glücksbärchis zusammen Kollektion. Und gut eingepackt. Oh, wie süß. Eine Care Bears Glücksbärchi Haarspange. Oh, ist die süß. Love steht da drauf. Ja, oh ja, ich freue mich. So, was haben wir hier noch? Ich liebe ja auch die Powerpuff Girls. Und das ist ein Einkaufsbüdel. Den habe ich auch noch bestellt. Ja. Ja, diesen Einkaufsbüdel musste ich haben. Ihr seht warum. Die Powerpuff Girls sind drauf. Und der Henkel ist rosa. Und da steht PPG drauf für Powerpuff Girls. Und ja, der musste sein. Freue ich mich ganz doll. Dann habe ich was Praktisches bestellt. Ein Ladekabel. Ja, um meinen Spiegel aufzuladen oder mein Handy zu laden oder so.
Das ist ein Typ C Ladekabel, das müsste passen. Ja, ein goldenes Ladekabel. Dann habe ich das hier noch bestellt. Man denkt sich so, what's that? Das ist auch so ein Steckregal. Und hier sind sogar so Aufhängungsdinger drin. Das fand ich ganz cool, um da vielleicht ein Teelicht drauf zu stellen oder so. Oder eine Kerze oder Schmuck oder so. Oder ein schönes Bild, das fand ich schön. Das werde ich jetzt nicht auspacken, das kann Herr Muffin nachher montieren. Das sieht mir gerade zu kompliziert aus. Das darf er dann nachher machen. So, dann habe ich noch einen Adapter bestellt. Und das ist so ein Multifunktionsadapter. Ich mache den mal auf. So. Da kann man nämlich so ein Power Charger und da kann man ganz viele Kabel reinstecken. Das fand ich ganz praktisch. Den habe ich noch bestellt, damit man eben mehrere Sachen auf einmal laden kann. Zum Beispiel Tablet und Handy oder unsere beiden Handys von Herrn Muffin und mir und das Tablet, damit das eben alles gleichzeitig geladen werden kann. So, noch ein Kissenbezug. Nochmal derselbe. Habe ich den nicht gerade eben gezeigt? Wieso zweimal? Ach, der ist größer. Der ist für ein größeres Kissen, genau. Ich glaube, der ist größer. Irgendwie so war das. Ich habe mir da schon irgendwas bei gedacht. So, und dann haben wir hier was in Leo. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ihr wollt ja immer Klamotten bei mir sehen. Ihr wollt ja immer Klamotten bei mir sehen. Okay. Okay, es ist sehr durchsichtig. Das hatte ich mir nicht so durchsichtig vorgestellt, aber gut. Es ist ein Kimono. Ich dachte eigentlich, dass der mit so einem Gürtel noch. Ich glaube, ich dachte, der ist nicht so durchsichtig, aber das macht nichts. Der ist nur zum Überschmeißen. Für am Strand oder zu Hause, wenn man jetzt keine Lust hat, sich was Dickes anzuziehen. Okay, ich glaube, ich glaube, ich habe ihn falsch rum an. Kleiner Moment. Oh, deswegen mache ich keine Try-on-Hauls, weil ich einfach zu doof bin für Try-on-Hauls. Damals ging das noch, als ich noch jung und fresh war. Aber heutzutage mache ich keine Try-on-Hauls mehr. So. Das ist doch richtig. Ist der zu klein? Nö. Also nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Ich stehe mal auf. Das ist so zum Überwerfen. Geht auch über den Po. So, man sieht nicht so viel, sehe ich gerade. Aber ja, der hat so offene Ärmelchen. Und das ist so zum Überwerfen. Ich dachte, der ist ein bisschen größer. Also er ist jetzt nur so zum Umlegen. Wenn man jetzt auf sich vor der Sonne schützen will oder so. Der ist ganz leicht, ganz luftig. Den Gürtel kann ich eigentlich wegtun. Oder passt der um mich rum? Ich dachte, der ist ein bisschen. Ich habe extra. Ja, der Gürtel passt. Toll. Das sieht ja auch doof aus. So ein offenes Ding und dann ein Gürtel. Gut, den Gürtel, ja, hebe ich auf für, wenn ich abgenommen habe. Ja. Den hebe ich mal auf, den Gürtel. Tue ich mal hier rein. Die Care Bears Tüte tue ich hier auch rein. Die will ich. Ach, nee, ist kaputt. Nee, dann schmeiße ich die weg. Ja, den Gürtel hebe ich auf. Das Kimono-Ding lasse ich jetzt mal an. Hatte ich mir ein bisschen größer vorgestellt, weil ich es auch in der Plus-Size-Ecke bestellt habe. Aber ist nicht so schlimm. Ist in Ordnung. Ist okay. So, und dann, was habe ich hier noch? Zwei Sachen noch. Ah, ja. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Das ist eine Haarspange. Die ist relativ schwer. Von Romwe. Ja, Romwe X Shein oder so. Keine Ahnung. Es gab so ganz viele
Gothic-Sachen auch bei Shein. Also man kann für jeden Geschmack da was bestellen. Und das ist so eine Totenkopf-Haarspange. Voll schön. Oh. Ist auch gut beweglich. Nicht wehtun. Ja, das sieht super aus. Machen wir mal so, damit ihr das mal seht. Und dann halten die kleinen Skeletthände meine Haare fest. Finde ich richtig, richtig cool. Der ist auch richtig schwer. Und dann mit diesen Details hier vorne. Das ist richtig cool gemacht. Richtig cool. Für einen kleinen Preis richtig gut. Genau, dann habe ich mir noch Vorhänge bestellt. Einen Vorhang, besser gesagt, weil wir eventuell von dem einen Schrank die Tür abmachen wollen. Und dann habe ich gesagt, dann hängen wir einfach ein Tuch davor, damit man nicht so in den Schrank reingucken kann. Das ist eigentlich eine Gardine, glaube ich. Ja, das ist eigentlich eine Gardine, aber das könnte man so vor den Schrank hängen. Das ist zu kurz für den Schrank. Das ist zu kurz. Der Schrank ist größer. Jetzt habe ich eine Gardine, mit der ich nicht, vielleicht für die Küche? Ich überlege mal. Ich überlege mal, was ich mit dem Gürtel und mit der Gardine mache. Vielleicht für in die Küche, damit man nicht so in die Küche reingucken kann. Das könnte ich mir gut vorstellen, genau. So, das war Shein. Schon mal sehr schön. Und dann habe ich noch ein paar Sachen bei Rossmann geshoppt. Ihr seht, das ist kein Paket. Und sondern nur ein Versandtäschchen. Aber es gab 20% auf Maybelline und es gab neue Matte Inks und ich sammle die Matte Inks ja. Und ja, eigentlich wäre das ein Update zum Project No Buy tatsächlich, weil es Kosmetik ist. Aber ich habe es jetzt mit dem Shein Haul kombiniert, weil ich mir dachte so, komm, lass mal alle fünf gerade sein und mach einfach wieder ein klassisches Haul-Video und kein Update zum Project No Buy. Ja, genau. Ich hoffe, ihr seid da nicht böse drüber. Die langweiligen Produkte, zweimal meinen Maybelline Tattoo Brow Lift Stick. Mit 20% Rabatt hat der ungefähr 8 Euro gekostet. 7, 8 Euro. Fand ich okay. In der Farbe 03 Medium Brown. Das ist mein Backup. Die tue ich mal hier oben rein, damit ich weiß, dass es Backups sind. Dann habe ich mir diesen Maybelline Tattoo Brow Micro Pen Tint bestellt. Auch in der Farbe Medium Brown, glaube ich. Ja, 120 Medium Brown. Und der hat so eine pixelige Spitze, wo man eben so einzelne Härchen zeichnen kann. Der war auch nicht so teuer, den wollte ich einfach mal ausprobieren. Gucken wir mal, testen wir mal in einem Get Ready With Me oder in einem Live. Vielleicht habt ihr den auch schon in Action gesehen, in einem Live. Also es lohnt sich, die Lives zu gucken. Sag noch einmal live. Live. Weil ich da gerne auch Sachen ausprobiere, bevor die Haul-Videos oder die No-Buy-Updates abgehen, online gehen. Weil ich ja ein bisschen vordrehe, das wisst ihr ja. Ich habe mir nochmal, ich gebe dem Superstay Vinyl Ink von Maybelline nochmal eine Chance, weil ich die Farbe so geil fand und das Packaging. Was ist das bitte für eine geile Verpackung? Das ist die 45 Capri Sigis. Capri Sigis. Ja, das ist einmal die Farbe. Ich swatch den jetzt mal nicht. Ach, der ist noch zugeklebt. Muss den Klebe erstmal abmachen. Ich swatch den jetzt mal nicht, weil sonst kriege ich den nicht mehr ab. Die sind ja long-lasting. Bei mir leider nicht so long-lasting wie die Matte Inks, aber auch long-lasting. Aber die sind halt, riecht gut, cremig nach Gebäck. So sieht die Farbe einmal aus. Ich swatch die aber nicht, weil sonst kriege ich das nicht mehr ab, weil die sind doch schon ein bisschen anhänglicher. Und die neuen Rottöne von den Maybelline Matte Inks habe ich mir bestellt. 5 Stück. Ich bin wieder dezent eskaliert. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe hier die 320 Individualist.
ein schönes Orange-Rot. Die 320. Die 325. Das ist Shotcaller. Das ist so ein etwas klassischerer Rotton. Die 330 Innovator. Der ist so ein bisschen gedeckter. So ein bisschen orange, kupfrig, backsteinfarben, würde ich sagen. Dann die 335 Hustler. Und das ist so ein braunrot. Finde ich auch richtig schön. Und die 340 Exhilarator. Exhilarator. Ein ganz dunkles Weinrot. Richtig schön. Und ich habe vor, im Sommer viel Rot zu tragen auf den Lippen. Und die halten bei mir halt den ganzen Tag, so wie der jetzt auch. Das ist einer von den Brauntönen. Und zwar, falls das jemand wissen will, die 275 Mokka Inventor. Der hier, der sieht so aus. Und so auf der Lippe. Den liebe ich auch sehr. Und ich freue mich ganz doll über meine neuen Matte Inks und meine neuen Deko-Schätze und meine Augenbrauen-Backup-Produkte. Ich liebe ja diesen Augenbrauenstift, den trage ich auch heute wieder. Ich finde, der ist sehr natürlich und sehr schön. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, würde ich mich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund oder werdet gesund und haltet auf jeden Fall die Öhrchen steif. Wir sehen uns. Bis dann. Macht es gut. Tschüss.